Sören, turn du da mal durch. Derweil darf ich Ihnen ganz kurz den anderen Herrn hier vorstellen, den Gerd uns gebracht hat, den Sie sicherlich, viele von Ihnen schon längst erkannt haben. Also Sören hier auf diesem Casiro aus dem berühmten Stamm des Kumano, unseres Weltmeiers. Und Gerd bringt uns diesen ausstaffierten Korlenski aus dem Jahr 2003. Also er ist 7-jährig, Casiro inzwischen 8-jährig. Korlenski von Kornet Obolenski Arpeggio Polidor, der Publikumsliebling seiner Chöre. Siegreich 2008 schon bis zur mittelschweren Klasse in Springpferdeprüfung. So, da haben wir gar keinen Sprung gemacht. Und, jawohl, Gerd löst ihn noch ein bisschen. Und er, vor allen Dingen auch züchterisch aufgefallen im letzten Jahr, stellte er doch das Siegerfohlen der stark besetzten Fohlenschau in Lemwerda. Korlenski, auf den haben wir uns gefreut mit Gerd. Ja, mit Korlenski, das hat im letzten Jahr super geklappt. Aber da wissen Sie wahrscheinlich, dass wir... Josef, hast du nicht gemacht? Dass wir im letzten Jahr große Probleme hatten mit seiner Mauke. Mauke ist ein Riesenproblem für manche Pferde. Und den konnten wir nicht im Turniersport einsetzen deshalb. Und das wollte ich Ihnen hier auch mal erklären. Und man merkt auch schon jetzt, dass er nicht so springt, wie er eigentlich springen könnte. Deshalb werde ich heute mal ein bisschen die kleinere Runde machen, Sören. Und ich weiß, dass deine Stimmung auch besser ist, wenn du nachher höher springst als ich. Das weiß ich nicht. Oh, jetzt ist mein Mikrofon schon weit weg. Gerd, aber ich meine, du könntest schon wieder Versprünge machen, dann warte ich noch einmal. Ja, danke. Ja, wir trainieren hier mal zusammen, Sören und ich. Macht natürlich Spaß, wenn wir zusammen zum Turnier fahren. Letztes Jahr hat er gesagt, ich ärgere mich immer, wenn er schneller ist als ich. Andersrum war das allerdings auch so. Brrr. Geht das mal allmählich wieder los jetzt? Brrr. Satan, der Hafer ist aber doch gut bei uns. Oh, jetzt kommt der erste Sprung. Brrr. Oh, jetzt kriege ich allmählich wieder so das Gefühl, genau das, was wir für unsere energiegeladenen Stuten auch brauchen. Ruhig einmal jetzt höher, jetzt sind wir ja locker. Ja, das ist ganz wichtig, wir brauchen Blut in unserem Sport heute. Das Sport hat sich hier weiterentwickelt, unser Zug Gott sei Dank auch weiterentwickelt. Das wäre technischer. So, wir brauchen Blut und Redlichkeit. Jan, ich weiß, dass du am Bildschirm bist. Da haben wir eine super Körung gemacht. US-Körung, er hat das alles vom Feinsten organisiert. Viele Hengste gekört worden, super Stimmung. Solche Leute brauchen wir nochmal an dieser Stelle auch von uns allen, lieber Jan und lieber Evelyn. Vielen Dank dafür, dass ihr das so schön gemacht habt. Ja, Sir, ich glaube, die kleine Höhe ist eine für mich, für dich machen wir immer höher. Du fangst an. Jawohl, das ist gut. Wollen wir mal bald. Alte vor jung, komm. Ha? Alte vor jung, komm. Ah, dressurmäßig war das letztes Jahr noch ein bisschen besser, muss ich ehrlich zugeben. Oh, wir finden das ja noch vor uns. So, ah, nicht dicker, hier. Bisschen mehr Platz lassen, man merkt doch, der ist kernig. Bisschen mehr Platz lassen, das ist nicht so einfach, du. Ah ja, der Werner. Das Licht, Licht, die Brüche, ich springe auch rüber. Oh. Der ist auch ja gerade 7 Jahre alt. Einmal wieder Ruhe rein. Ach, der hat einfach Ahnung und ist ein toller Trainer. Und auch die anderen, die wir in der Kommission haben. Schön, wenn wir dann... Genau. Oh, jetzt geht das doch schneller. Wo bleibst du wieder?